The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Guten Abend, liebe Täter und Täterinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde der EXIM Handelsschule, einer Handelsschule, die 12 Monate dauernd, Woche für Woche ein neues Thema darstellt, das eines auf das andere aufgebaut ist, so dass, wenn man von Anfang bis zum Schluss alles mitmacht, ich glaube, eine Ausbildung hat, die es sonst eigentlich nicht gibt auf dem Markt, auch nicht bei kostenpflichtigen Produkten. Und diejenigen, die nicht seit Anfang dabei sind, das ist in Ordnung. Es ist so aufgebaut, dass jeder auch verstehen kann oder zumindest das meiste verstehen kann, auch wenn man irgendwo in der Mitte aufspringt. Viele der Teilnehmer hier haben die Handelsschule mehr als einmal durchgemacht. Und das freut mich besonders. Das bedeutet, dass wir hier auch zusätzlich zur Handelsschule und zum Lernen auch eine Community aufbauen. Und einige von euch sind mir bereits sehr, sehr nahe. Ich wünsche ebenfalls einen sehr schönen Abend. Diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Gil Paas. Ich bin vollzeitiger Trader seit 2012. Ich handle Eigenkapital und auch für institutionelle Kunden. Ich habe auch ganz früher, vor über einem Jahrzehnt, bei einem Broker gearbeitet. Ich habe auch in einer Portfolio-Management-Firma gearbeitet, so dass ich auch ein wenig Insights geben kann von verschiedenen Sektoren innerhalb des Finanzsektors und von dort berichten kann. Jetzt, das ist eine Live-Session. Wenn ihr Fragen habt, dürfen Fragen gestellt werden und ich werde die sehr gerne beantworten. Ich sehe auch, es kommen jetzt langsam mehr Leute hinzu und damit beginne ich mit dem Risikohinweis. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77,37% der Kleinanleger konnten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis, und mit unserem Risikohinweis ist natürlich der Risikohinweis von EXIM gemeint. Ich selber bin kein Mitarbeiter von EXIM. Ich arbeite aber mit EXIM seit 2013 zusammen. Damals war ich der Erste, der angefangen hat, Webinare auf Deutsch zu machen für EXIM. In der Zwischenzeit sind auch zwei zusätzliche Leute hinzugekommen, Markus Gabel und Frank Soleder, gute Kollegen von mir. Und neben dem, dass ich die EXIM Webinar auf Deutsch mache, handle ich live täglich etwa 2 Stunden auf EXIM Live auf Englisch. Wenn es irgendwann mal genug deutsche Zuschauer gibt, dann können wir eventuell auch einen Kanal machen, der nur auf Deutsch ist, wo wir dann 8 Stunden am Tag direkt die Märkte handeln live auf Deutsch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das passieren würde. Aber jetzt wirklich: Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren und keine Erfolge in der Zukunft. Pipsologie.com, das ist meine Webseite, und EXIM empfehlen grundsätzlich, sich mit den Börsennuancen und Handelsregeln über ein Demokonto ausreichend vertraut zu machen, bevor man mit einem Live-Konto startet. Zusätzlich möchte ich sagen, ich bin kein Finanzberater und alles, was ich hier auch über die Märkte sage, ist nur zu Lernzwecken gedacht. Und ihr müsst euch auch bewusst sein, dass ich offene Positionen habe, meistens, und dass die dazu führen könnten, theoretisch, dass es für mich Interessenskonflikte gibt. Ja, das wäre es. Hier kommt eine Frage. Es gibt CFD-Broker, die einen garantierten Stop-Loss anbieten. Ist das ein besonders wichtiger Trading-Vorteil? Ein garantierter Stop-Loss gibt es meistens nur bedingt. Warum? Weil am Wochenende, wenn es zu einem Gap kommt, wird niemand das Gap auf die eigene Kappe nehmen, auch nicht ein Broker. Innerhalb des Tages ist heute fast alles, die Stop-Loss, die man bekommt innerhalb des Handelstages, das ist nicht garantiert, aber die sind ziemlich genau. Also ich glaube nicht, dass es heute da Probleme gibt. Die Märkte sind extrem liquide und fast jeder Stop-Loss wird
wird fast, kann man so sagen. Das ist, was ich hier sagen kann. Wie gesagt, wenn der Stop-Loss garantiert ist innerhalb des Tages, es gibt tatsächlich Broker, dann heißt das, die nehmen das auf ihre eigene Kappe und das ist natürlich ein gewisses Risiko für den Broker hier. Zum Beispiel, wenn da etwas passiert wie, wie am 15. Januar 2015, wo die Schweizerische Notenbank den Mindestkurs zum Euro aufgehoben hat, dann gab es eine Riesengap von mehreren hundert, ich glaube sogar, Entschuldigung, 1000 Pips. Und wenn das der Broker auf sich nehmen muss, dann wird der Broker wahrscheinlich bankrott gehen. Und das ist übrigens passiert 2015. Es sind zwei Broker sind bankrott gegangen. Ich spreche von regulierten Brokern. Und ein Broker war damals einer der größten Broker weltweit und gehört heute nur noch einen Nischenmarkt, weil das hat ihn auch ziemlich lädiert, würde ich so sagen. Okay, gut. Das wäre die Einführung gewesen. Wir haben letzte Woche über den Trendhandel gesprochen. Der Trendhandel ist extrem wichtig, ist meines Erachtens eines der wichtigste, die wichtigste Form des Tradings und wahrscheinlich auch die Form, die am größten Profite abgeben kann. Neben dem Trendhandel gibt es den Bewegungshandel und den Ausbruchshandel, den wir anschauen, gemäß der Markttechnik. Und der Bewegungshandel ist das heutige Thema. Okay, ich beginne aber immer auch für diejenigen, die ganz neu dabei sind, damit die Definitionen und der Sprachgebrauch verständlich ist. Die klassische Definition eines Trends ist, dass ich höhere Tiefs folgen höheren Hochs, so dass ich aufeinanderfolgende höhere Tiefs und aufeinanderfolgende höhere Hochs habe. Das definiert einen Aufwärtstrend. Ich brauche mindestens zwei aufeinanderfolgende höhere Tiefs und zwei aufeinanderfolgende höhere Hochs, damit ich von einem Trend sprechen kann. Und innerhalb jetzt etwa 80% der erfolgreichen Trader sind Trendfolger. Das heißt, ich sage das immer wieder, es ist eine relativ große Illusion zu glauben, dass man in Seitwärtsmärkten Geld machen kann. Das wird zwar von allen möglichen Coaches und Ausbildern, werden hier Strategien angeboten, die da helfen sollten, in Seitwärtsphasen Gewinne zu machen. Fakt ist, ich kenne niemanden, der in Seitwärtsphasen Gewinne macht. Und wie gesagt, ich habe selber mal bei einem Broker gearbeitet und ich habe tausende von Live-Konten gesehen. Ich habe nie jemanden gesehen, der in Seitwärtsphasen Geld macht. Das ist einfach, das sieht zwar logisch aus, dass wenn er oben ist in der Seitwärtsphase, dass ich Short gehen kann und wenn er unten ist, kann ich Long gehen. Aber irgendwann kommt der Ausbruch und es kommt zu Fehlausbrüchen und alles Mögliche. Und all diese Situationen führen dazu, dass die meisten nicht erfolgreich sind. Trendfolge, das ist das, was am besten funktioniert, meines Erachtens. Es gibt zwar auch andere Strategien. Wir werden später in der Handelsschule noch auf die anderen Strategien eingehen. Aber etwa 80% der erfolgreichen Trader sind Trendfolger. Innerhalb des Trends gibt es vier theoretische Strategien, drei, die Sinn machen. Die erste Strategie haben wir uns letzte Woche angeschaut. Wie handelt man den Trend als Gesamtes? Der Nachteil beim Trendhandel ist, dass man eben auch Korrekturen durchsetzen muss und das ist psychologisch schwierig. Die zweite Möglichkeit, erfolgreich zu handeln, den Trend, ist die Bewegung zu handeln. Für die Bewegung gibt es verschiedene Wörter. Bewegung, Momentum, Progression. Das sind alles die gleichen Wörter, um zu beschreiben, dass ich hier nur ein Stück des Trends herausnehme und versuche, vor der nächsten Korrektur, also reinzugehen nach der Korrektur und rauszugehen, bevor die nächste Korrektur stattfindet. Die Korrektur selber zu handeln ist zwar theoretisch möglich, aber praktisch nicht umsetzbar. Weil der Trend ist ja das, was mir einen Vorteil gibt. Am Schluss, um langfristig erfolgreich zu sein, muss ich einen Marktvorteil haben. Einen Marktvorteil, das bedeutet, dass ich langfristig
überdurchschnittlich performe. Und weil der Markt in Trends sich bewegt und der Trend in sich selber mir die Chance, die besten Chancen gibt, einen Marktvorteil zu erhalten, gegen den Trend zu handeln, ist zwar etwas, das Anfänger intuitiv wollen, aber in der Praxis, wie gesagt, nicht umsetzbar ist. Der dritte praktische, die dritte praktische Möglichkeit, Trends zu handeln, ist, sind Ausbrüche zu handeln über Widerstände und Unterstützungen, obwohl ich auch hier sagen muss, das hat in der Vergangenheit besser funktioniert und ist heute sehr viel schwieriger geworden. Zumindest meines Erachtens. Ich würde sagen, damit bleiben eigentlich hauptsächlich Trend und Bewegung handeln als die Varianten, die am meisten Sinn machen, aber wir werden auch über Ausbruchhandel sprechen, weil der Ausbruchhandel, die Theorie zumindest, beinhaltet sehr wichtige Verständnisse über die Märkte, über die wir sprechen müssen. Das heißt, nächste Woche sprechen wir über Ausbrüche, aber wie gesagt, ich würde sagen, heute sind die schwieriger zum Handeln als noch vor früher. Okay, und das ist einer der wichtigen Punkte. Märkte verändern sich. Märkte verändern sich. Zwar werden Trends, gibt es Trends weiterhin, aber die Trends sind nicht mehr so schön wie in der Vergangenheit. Warum nicht? Weil der Markt immer effektiver wird. Schaut, wenn der Markt hundertprozentig effektiv wäre, dann könnte man keine Gewinne machen. Warum? Weil alles ist effektiv. Und damit ist die Zukunft absolut randomal. Jetzt die Märkte werden nie hundertprozentig effektiv sein, weil es gibt immer Leute, die wissen mehr und andere, die wissen weniger. Nie ist das gesamte Wissen bereit, im Internet, öffentlich und so weiter. Und so wird es nie einen effektiven Markt geben. Aber der Markt wird immer effektiver, das schon. Und damit wird der Markt schwieriger zum Handeln mit der Zeit. Das ist nun mal so. Das ist die Natur des Marktes. Und viele Leute, die Handelsstrategien vorstellen, auch im YouTube, die haben vielleicht vor 15 Jahren funktioniert, aber die funktionieren schon lange nicht mehr. Aber weil die Klickzahlen gut sind auf YouTube, wird es weiterhin gelernt. Aber das hat nichts mit den heutigen Märkten zu tun. Da muss man ziemlich stark aufpassen. Okay. Was gibt es noch für Fragen? Okay, keine weiteren Fragen. Lass mich kurz trinken. Ich habe angefangen, ich versuche einen halben Marathon zu rennen. Durch das, dass ich mehr renne, muss ich viel mehr trinken, das merke ich. Ich bin viel durstiger geworden. Jetzt auch das ist nochmals ein Rückblick auf die letzte Woche. Wie handelt man den Trend? Wenn man den Trend handelt, versucht man nicht im Tief einzusteigen und beim Hoch auszusteigen. Ich versuche nur den Trend zu handeln. Das heißt, ich gehe erst in den Markt, wenn ich einen Trend habe. Wow, wir haben hier jemanden aus Mali, Afrika, das ist fantastisch. Und deutsch sprechend, das ist sehr interessant. Sehr schön, willkommen Stefan. und jeder von, aus jedem Land natürlich, das ist übrigens auf XM Live, auf Englisch, dort sehen wir, sehe ich das täglich, aus der ganzen Welt sind Leute da. Aus Malaysia, aus Bangladesch, Indien, Südamerika, Afrika, sowieso aus vielen Ländern. Das ist wirklich hochspannend. Das ist schön, das Trading so vereint. Gut, wie handelt man den Trend? Nochmals, wenn man den Trend handelt, versucht man nicht beim Tief einzusteigen und beim Hoch rauszugehen, sondern ich gehe einfach rein, wenn ein Trend besteht. Und wir haben gesagt, ein Trend besteht, wenn ich zwei aufeinanderfolgende Hochs und zwei aufeinanderfolgende Tiefs habe. Das habe ich in diesem Fall, weil wir sehen, das letzte Hoch, das dort, wo höheres Hoch steht, das ist zwar noch kein endgültiges Hoch, weil ich weiß nicht genau, wo er dreht, aber egal, wo er dreht,
Moment. Egal, wo er dreht, ob er hier dreht oder hier dreht oder hier dreht, das ist egal, das wird immer ein höheres Hoch sein. Und dementsprechend, sobald ich diese Situation habe, kann ich einsteigen. Ich steige hier ein und ich setze den Stop-Loss nicht an den perfekten Ort, sondern an den Ort, wo ich sagen muss, wenn der Preis dorthin geht, dann habe ich keinen Trend mehr. Das heißt, und weil die Definition ist, aufeinanderfolgende höhere Tiefs, dann ist dieses Tief hier, das ist das letzte hohe Tief, das letzte höhere Tief und dementsprechend das nächste Tief muss ebenfalls höher sein. Und wenn es nicht höher ist, dann möchte ich draußen sein. Nicht weil ich glaube, es gibt einen Gegentrend, sondern einfach ganz einfach, sobald er darunter geht, ist kein Trend mehr da. Und wenn kein Trend mehr da ist, dann möchte ich nicht mehr drinnen sein, weil ich bin ja Trendfolger. Jetzt, Sas, ich sehe, hier gibt es eine längere Frage. Ich werde die nachher durchlesen. Oder warte, ich lese die schnell. Okay, kannst du vielleicht auf die unterschiedlichen Zeitebenen eingehen, um Trends zu erkennen und dann die Handelsebene zu bestimmen? Monat, Wochen, Tages, wie kann man die Grenzen des Trends erkennen, wenn man sich nur auf Price Action schaut? Okay, ich werde gerne darauf eingehen. Wir machen nachher praktische Beispiele. Aber ich beginne zuerst einmal mit der Theorie. Wie gesagt, das ist nochmals Rückblend auf die Vorwoche. Wir haben Einstieg, Stop-Loss. Der Markt steigt, fällt, steigt. Und wenn ich ein neues Tief mache, das höher ist, und ein neues Hoch mache, das höher ist, dann ziehe ich den Stop-Loss nach. Und ich steige, falle, steige, ziehe den Stop-Loss nach. Und ihr seht, das kann ab und zu ziemlich mühsam sein, weil der Preis zum Teil sehr weit nach oben steigt, aber dann auch sehr stark nach unten korrigiert. Und ich darf als Trendfolger eigentlich hier mich nicht einmischen. Also ich werde nicht versuchen, beim Hoch auszusteigen. Solange ein Trend da ist, werde ich drinnen bleiben. Steigt, fällt, steigt. Jetzt endlich kann ich den Stop-Loss richtig fest nachziehen. Und in diesem Fall werde ich dann ausgestoppt. Und der Gewinn ist zwischen Einstieg und Stop-Loss. Wie gesagt, ich habe nicht versucht, am Tiefstpunkt einzusteigen. Warum nicht? Weil der Tiefstpunkt erst immer im Nachhinein der Tiefstpunkt ist. Und der Höchstpunkt erst in der Zukunft als Höchstpunkt erkennbar ist. Das bedeutet, was ich sagen will, ist, zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich hier befinde, weiß ich nicht, dass das der Höchstpunkt ist. Erst wenn sich die Geschichte fortsetzt, werde ich sehen, dass das der Höchstpunkt war. Und darum gehe ich dort nicht raus, sondern ich gehe erst dann raus, wenn der Höchstpunkt erkennbar war und eine Trendwende da ist. Nämlich jetzt haben wir aufeinanderfolgende tiefere Hochs und aufeinanderfolgende tiefere Tiefs. Und damit habe ich hier jetzt einen Abwärtstrend und ich könnte dort, wo der Stop-Loss ist, übrigens eine Short-Position eingehen, weil wir hier jetzt einen Abwärtstrend haben. Okay, jetzt die Frage hier war von Sas, dass ich etwas auf die Trends und die unterschiedlichen Trendebenen oder hier wird auf Zeitebenen eingehe. Jetzt Zeitebene und Trendebene, da ist ein Unterschied und ich will das gerne auch zeigen. Gehen wir mal in irgendeinen Chart. Moment, hier haben wir MetaTrader 5, das ist besser. US-Dollar, Japanisch, Yen, glaube ich, ist nicht schlecht anzuschauen als Chart. Wir fangen hier im Tageschart an. Und was ich hier, nein, ich würde gerne den Stundenchart zeigen. Und der Grund ist, wir hatten hier einen schönen Aufwärtstrend und nachher ist es zum Abwärtstrend gekommen und jetzt sind wir eigentlich trendlos, weil der Abwärtstrend ist gebrochen. Also aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Das ist Stundenchart. Jetzt in diesem Stundenchart sehe ich den Trend hier recht schön. Ich glaube, für jeden ersichtlich, wir haben hier diesen Aufwärtstrend und nachher kommt es zum Abwärtstrend
und so weiter. Das ist der Trend. Jetzt, einige werden sagen, du schaust dir das gar nicht im Stundenchart an. Was du einzeichnest, ist der 4-Stunden-Chart und eventuell habt ihr recht. Vielleicht der Stundenchart ist hier dieser kleinere Trend und ich hätte das einzeichnen müssen und dann hätten wir hier die Korrektur, was übrigens immer noch ein Aufwärtstrend ist, weil dieses Hoch hier ist höher als dieses Hoch. Aber das wäre vielleicht der untergeordnete Trend. Jetzt, wie gesagt, ich würde sagen, von der Definition her sollten wir nicht von Zeitebenen, sondern von Trendebenen sprechen. Und ich erkläre warum. Wenn das der Stundenchart ist, dann zoome ich ein wenig rein und das ist auch der Stundenchart. Okay? Jetzt sehen wir hier und hier das Gleiche. Nein, sehen wir nicht. Weil hier sehe ich einen Aufwärtstrend und jetzt, wenn ich hineinzoome, sehe ich einen Abwärtstrend. Und dementsprechend ist von Zeitebenen zu sprechen nicht das Richtige. Ich möchte übrigens auch zeigen, das ist der Stundenchart, aber ich kann noch weiter wegzoomen und ich sehe dann im Prinzip den Tageschart, nicht? Oder Wochenchart sogar, weil ich noch weiter weggezoomt bin. Aber ich bin immer noch im Stundenchart drinnen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Zeitebene nicht die richtige Definition ist, um übergeordnete und untergeordnete Trends zu sehen, sondern wir müssen über Trendebenen sprechen. Und bei Trendebenen, jetzt wenn ich hier das anschaue, dann kann ich hier von einer Trendebene sprechen. Und hier müsste man wahrscheinlich, das wäre das nächste Hoch, tief, hoch, tief. Wir sind eigentlich immer noch im Aufwärtstrend hier. Und jetzt untergeordnet gehe ich einfach in den kleineren Trend hinein, der etwas so ist. Und hier habe ich dann auch einen Abwärtstrend und jetzt wieder einen Aufwärtstrend und wieder einen Abwärtstrend, Aufwärtstrend. Und natürlich kann ich jetzt noch weiter hineinzoomen und dann werde ich noch kleinere Trends sehen und noch kleinere und noch kleinere und noch kleinere. Also das hilft dann schon auch in kleinere Zeitebenen hineinzugehen oder eben hineinzuzoomen, um noch kleinere Trends zu sehen. Das Erkenntnis jetzt hier, auch wenn das eine schöne Theorie ist und alles logisch aufgebaut ist, gibt es trotzdem auch Platz für Interpretationen. Und das ist wichtig zu verstehen. Zum Beispiel werden in dieser roten Linie, habe ich hier diese Bewegung hier gezeigt. Einen Moment, ich zeige diese Bewegung hier gezeigt in der roten Linie. Und auch diese als hoch und tief definiert. Aber es gibt Leute, die würden sagen, das ist nicht ein Tief, das ist eine zu geringe Korrektur, um das ein neues Tief zu nennen. Und da kommen dann auch persönliche Definitionen hinein. Man kann sagen, eine Korrektur muss mindestens, sagen wir, 23-24% vom Hoch weg sein, damit ich von einer Korrektur sprechen kann. Ansonsten ist es zu klein. Aber ich glaube, gesamtlich gesehen kann jeder hier sehen, die Verschachtelung der Trendebenen. Und wichtig hier zu sagen, Trendebenen. Jetzt natürlich in der tagtäglich, auch ich am Donnerstag sage, im Tageschart sehen wir diesen Trend und im Stundenchart sehen wir diesen Trend. Aber bei mir ist es so, dass ich immer die gleiche Zoomgröße zeige. Also ich werde immer die Kerzen in dieser Größe zeigen. Und dann kann es Sinn machen, wenn ich die Kerze in der gleichen Größe zeige, dass ich hier hineinzoome in den 4-Stunden-Chart oder in den 5-Minuten-Chart oder herauszoome in den 4-Stunden-Chart und dann andere Trendebenen sehe. Ist das verständlich, was ich hier sagen will? Es bedarf aber etwas Übung, bis man das genau lesen kann. Und nochmals, ich muss sagen, je länger ich Trends studiere, desto mehr merke ich auch,
dass Subjektivität da drinnen ist. Wie gesagt, ist das eine Korrektur oder keine Korrektur? Einige werden sagen ja, andere werden sagen nein. Und es gibt Leute, die studieren dieses und versuchen das zu definieren seit Jahrzehnten und immer zu verfeinern und verbessern. Und es gibt neue Spezialfälle und noch neue Spezialfälle. Und die Leute vor lauter Definieren haben sie vergessen zu handeln oder können nicht handeln, weil am Schluss eben sehr viel Interpretation auch dabei ist. Hier ist der Liniencharts besser geeignet für Trendebenen. Nicht unbedingt, weil auch beim Liniencharts, glaube ich, kann ich hinein- und herauszoomen, nicht? Also ich kann den Liniencharts mir anzeigen lassen. Und wow, warum habe ich den in grün? Liniencharts sollte dunkelblau sein. Einen Moment. Wo haben wir den Liniencharts? Das müsste dunkelblau sein. Okay. Hier haben wir den Liniencharts, aber auch ich kann hier hinein und herauszoomen und ich sehe ganz andere Trends. Jetzt bin ich herausgezoomt und ich sehe einen sehr langfristigen Trend. Und jetzt kann ich hereinzoomen und ich sehe einen sehr viel kleineren Trend. Ich sehe nur den Schluss. Das heißt also auch im Liniencharts, die Zeitebenen ist nicht die beste Definition, um Trendebenen zu definieren. Trendebenen ist die Verschachtelung und Zeitebene, das ist die Zusammenfassung der Kerze. Okay? Aber das sind gute Fragen. Ich weiß, am Anfang, das bedarf Übung. Und schaut euch Charts an. Zum Beispiel jetzt hier würde ich sagen, haben wir keinen Trend mehr. Obwohl wir könnten hier weiterhin definieren, dass wir immer noch im Aufwärtstrend sind. Weil wenn ich den großen Trend hier anschaue, kann ich immer noch definieren, sogar das definiere so, dann habe ich hier die Korrektur und wir sind hier wieder im Aufwärtstrend. Wäre in der großen Ebene definitiv weiter im Aufwärtstrend. Wenn ich jedoch in der kleineren Ebene anschaue, dann werde ich hier schon eine Art Abwärtstrend habe und egal, jetzt kommt es darauf an, ein wenig, wie ich diesen Abwärtstrend zeichne, aber irgend so etwas und ihr seht, dieser Punkt ist höher als dieser Punkt hier und dementsprechend ist dieser Abwärtstrend, den wir hier gehabt haben, gebrochen worden, aufwärts, aber es ist noch kein richtiger Aufwärtstrend dabei. Okay. Gut, dann gehe ich zurück zur Präsentation, aber die Fragen sind sehr gut und wir können auch am Donnerstag können wir weiter über Trends und Trends sprechen und ich mache das recht oft Umfragen und frage die Leute, sind wir im Aufwärtstrend und Abwärtstrend und ich sehe immer, dass wir so eine 60-40 Entscheid nachher haben, die einen sagen Aufwärtstrend, die anderen Abwärtstrend. Wie gesagt, weil es eben Interpretation möglich sind in diesen Trendebenen. Gut. Jetzt, wie man einen Trend handelt, das haben wir jetzt angeschaut. Wir haben gesehen, dass die Idee des Trendhandels, das Schöne am Trendhandel, ich gehe hier nochmals zurück, das Schöne am Trendhandel ist, ich muss nicht prognostizieren. Ich gehe einfach rein, sobald ich einen Trend habe und ich gehe raus, wenn der Trend fertig ist. Und ich muss hier nicht Wochenausblicke machen und ich muss nicht COT-Daten anschauen und Fundamentaldaten anschauen. Ich gehe einfach rein und auch raus, wenn der Trend fertig ist. Das Schwierige hier ist wirklich, die Korrekturen durchzuhalten. Und noch schwieriger ist es, das haben wir am Schluss etwas angeschaut letzte Woche, danach zu pyramidisieren. Dort wird der Trendhandel richtig lukrativ. Wir hatten nicht genug Zeit, um in das Pyramidisieren reinzugehen, werden aber in der Zukunft in der Handelsschule noch stärker darauf reingehen. Jetzt heute sprechen wir nicht mehr über den Trendhandel und hier sollte stehen oben als Titel, wie handelt man die Bewegung?
Das heißt, beim Bewegungshandel nehme ich nur das Momentum, den Aufwärtsteil mit, ohne in die Korrektur zu gehen. Aber ihr seht hier auch auf der Folie, da ist ein großes Fragezeichen und das Problem hier passiert, weil ich nicht mehr so eindeutig einsteigen kann und aussteigen kann wie als Trendfolger. Ich muss mir nämlich Gedanken machen, wie weiß ich, dass eine Korrektur zu Ende ist und ich einsteigen will? Das heißt, wie weiß ich, dass das tatsächlich das Ende der Korrektur ist? Das könnte ja nur ein kleines Aufbäumen sein und jetzt geht's weiter nach unten. Und wie weiß ich, dass ich hier rausgehen muss? Gehe ich hier raus oder gehe ich hier raus? Das wäre das gleiche Preisniveau. Aber wie weiß ich? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Die Antwort ist, ich muss hier mir Regeln erfinden, die mir das andeuten können. Und ab und zu werden diese Regeln richtig sein und ab und zu nicht. Was ich tun kann, ist, ich kann in eine kleinere Trendebene gehen. Also wenn ich sehe, okay, wir sind hier, das ist der große Trend, ich möchte die Bewegung handeln und jetzt gehe ich in den kleineren untergeordneten Trend und ich warte auf eine Trendumkehr in der kleinen Trendebene und sage, sobald ich diese Trendumkehr habe, gehe ich long rein und versuche so lang im kleinen Trend drinnen zu sein, bis dieser zu Ende geht, eventuell hier, okay? Und dann würde ich hier aussteigen. Das ist eine Möglichkeit. Damit bin ich immer noch Trendfolger, handle aber nur die Bewegung eines übergeordneten Trends. Das ist meines Erachtens eine der besten Möglichkeiten. Dann bleibt man einfach Trendfolger, auch in Bewegung. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten und am Schluss werde ich eine sehr interessante Möglichkeit zeigen, Trendhandel anhand der Markttechnik mit Innenkerzen und Außenkerzen. Aber das kommt zum Schluss dieser Stunde. Was ich auch tun kann, ich kann dieses Ende der Korrektur anhand Kerzenformationen, Indikatoren, kann ich benutzen, um ein Ende der Korrektur vorzusehen und dann hoffen, dass es zu einer Trendumkehr kommt. Also, und da hier kommen Indikatoren tatsächlich zum Einsatz. Wir werden über Indikatoren später noch zu sprechen kommen, aber das ist eine Möglichkeit, Indikatoren zu benutzen für Ein- und Ausstiege. Was wichtig ist, ist beim Bewegungshandel, dass ich nicht nur einen Stop-Loss setze wie im Trendhandel, ich setze auch einen Take-Profit meistens. Das heißt, außer ich handle den Trend im untergeordneten in der untergeordneten Trendebene, dann muss ich kein Take-Profit setzen. Aber der große Unterschied zwischen Trendhandel und Bewegungshandel ist, dass im Trendhandel benutze ich nur einen Stop-Loss und im Bewegungshandel benutze ich ein Stop-Loss und ein Take-Profit. Und ich versuche normalerweise, ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Das heißt, ich versuche, einen Einstieg zu finden, zum Beispiel hier, wo ich sage, den Stop-Loss setze ich hier und den Take-Profit hier oben und der Gewinn, den ich mache, ist größer als das Risiko, das ich eingehe. Okay. Jetzt, wenn ich Indikatoren benutze, haben wir ebenfalls ein Dilemma. Das heißt, das Dilemma beim Bewegungshandel ist, welche System benutze ich, um den Einstieg zu definieren und Ausstieg zu definieren? Und ich bin mir bewusst, dass das nicht immer funktioniert. Wenn ich Indikatoren benutze, dann es gibt zwei Sorten von Indikatoren. Frühindikatoren, die geben mir früh eine mögliche Trendwende an. Das ist gut, das ist positiv. Aber sie geben mir sehr viele Fehlsignale, das ist negativ. Spätindikatoren geben mir sehr spät im Trend ein Signal, sagen, jetzt ist eine Trendwende da, aber das Signal kommt viel später, damit ist auch der Gewinn sehr viel geringer. Es gibt zwar wenig Fehlsignale, aber auch der Gewinn ist viel, viel geringer geworden.
oftmals bei Spätindikatoren, wenn der mir ein Spätindikator mir ein Signal gibt, dann sage ich, das hätte ich auch alleine sehen können, dass das das Ende der Korrektur war. Die Korrektur ist jetzt, die Bewegung ist schon so fortgeschritten, dass sie wahrscheinlich schon bald wieder zu Ende ist. Das ist das Dilemma bei Indikatoren. Benutze ich Frühindikatoren mit frühen Signalen und vielen Fehlsignalen oder benutze ich Spätindikatoren, die geben mir späte Signale und wenig Fehlsignale. Für was können Indikatoren benutzt werden? Indikatoren können, es gibt Trendindikatoren. Übrigens, bei all diesen Sorten von Indikatoren haben wir natürlich Früh- und Spätindikatoren. Aber es gibt Trendindikatoren, das heißt, das sind Indikatoren, die funktionieren gut in Trends. Dazu gehören zum Beispiel gleitende Durchschnitte. Wenn wir Crossovers von also Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten nehmen, die funktionieren sehr gut in Trendphasen und sehr schlecht in Seitwärtsphasen. Der Ishimoku-Indikator zum Beispiel. Wir werden ein Webinar machen über japanische Indikatoren. Da werden wir auch über den Ishimoku sprechen. Der funktioniert ebenfalls gut in Trendphasen. Bollinger-Bänder funktionieren gut in Trendphasen. Und das sind Indikatoren, die benutzt werden können in starken Trendphasen. In Seitwärtsphasen gibt es Indikatoren, das sind Oszillatoren, die sehr gut funktionieren. Die zeigen mir normalerweise überverkaufte und überkaufte Situationen an und die oszillieren zwischen einem Hoch und einem Tief. Das Hoch kann sein 1 und das Tief kann sein minus 1 oder das Hoch kann sein 100 und das Tief 0. Aber das ist so eine Schwankung zwischen, wie gesagt, zwischen 0 und 100 oder irgendetwas und überverkauft und unterverkauft. Das sind Oszillatoren. Dann gibt es Indikatoren, die können gut sein in Zusammensetzung mit dem Volumen. Muss aber ehrlich sagen, wir handeln CFDs und da ist das Volumen ist eher beschränkt benutzbar. Warum? Weil das CFD-Volumen ist ein Tick-Volumen und ist nicht das richtige Volumen und kann darum irreführen. Also gerade im CFD-Handel würde ich die Volumenindikatoren auf die Seite schieben. Und dann gibt es weitere Indikatoren, die geben mir gewisse Informationen im Chart an. Zum Beispiel, es gibt Indikatoren, die kann ich einfügen, die zeigen mir an, wie lange dauert es noch, bis eine Kerze zu Ende geht. Oder ich benutze oftmals Informationsindikatoren und wenn ich einmal habe, dann zeige ich ihn. Oder wenn ich einmal auf dem Bildschirm habe, dann zeige ich, dass das sind dann Informationen, wo war das Tageshoch, wo war das Tagestief. Also nicht Indikatoren, die mir Signale geben, sondern es sind einfach Informationen über den Markt. Okay. Einige Gedanken zu Kerzen. Weil ich habe gesagt, eine Möglichkeit, das Ende einer Korrektur vorzusehen, ist zum Beispiel auch Kerzenformationen. Wenn ich Umkehrformationen habe, könnte das ein Grund sein, dass ich einsteige. Also ich habe einen Abwärtstrend, ich bin einen übergeordneten Aufwärtstrend, einen untergeordneten Abwärtstrend. Ich warte, bis dieser untergeordnete Abwärtstrend zu Ende ist und wieder anfängt anzusteigen. Eventuell warte ich auf ein Signal über einen Indikator oder eben eine Umkehrkerze. Jetzt. Umkehrkerzen, einige Gedanken hier. Eine Kerze ist immer eine Zusammenfassung in der genannten Zeitebene. Das heißt, wenn wir Stundenchart anschauen und das wäre eine Stundenkerze, dann weiß ich, der Preis hat hier oben begonnen, hat hier geschlossen und irgendwann in dieser Stunde ist er nach unten gegangen und nach oben gegangen. Ich weiß aber nicht zu 100%, Entschuldigung, das ist nicht, was ich wollte, ich weiß nicht zu 100%, innerhalb dieser Stunde, wie sich der Preis bewegt hat. Der Preis hätte sich so bewegen können. Ups. Und wir haben eine schöne Trendwende. Also wir begannen hier oben und schlossen hier unten. Und wir haben eine Trendumkehr. Und darum ist das eine Umkehrkerze.
Es hätte aber auch sein können, dass der Kurs hier oben beginnt, nach unten saust, nach oben saust, nach unten saust, nach oben saust, unten saust und dann schlussendlich hier schließt. Und das wäre eine Seitwärtsphase. Ich sehe das aber immer noch als eine Umkehrkerze. Das ist der erste Gedanke. Die Kerze ist eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung sollte, wie das Wort sagt, sollte mir etwas vereinfachen, zusammenfassen. Eine Vereinfachung hilft mir, damit ich das größere Bild besser verstehen kann. Okay, weil statt dass ich jeden einzelnen Baum anschaue, sage ich eine Gruppe von Bäumen, das ist der Wald und alle Attribute, die zu einem Wald gehören, werden mir in den Sinn kommen. Anstatt wenn ich jeden einzelnen Baum erkläre, ab und zu versteht man dann nach lauter Erklärungen nicht, dass ich von einem Wald spreche. Das ist der erste Punkt, dass man etwas aufpassen muss mit Kerzen und Umkehrkerzen. Der wichtigere Punkt aber ist, und das ist speziell zum Devisenhandel, von allen Kerzen bis zum Stundenchart sehe ich kein Problem, Kerzenformationen zu benutzen. Sobald man aber über eine Stunde herausgeht, werden die Kerzenformationen meines Erachtens im Devisenmarkt fraglich. Und ich sage warum. Was wir haben im MetaTrader, weil der Broker in Zypern sitzt oder weil die Server in Zypern sitzen, je nachdem, der XM hat sowohl eine englische Regulierung und hat einen Sitz in England, aber auch zypriotisch und auch andere Liegestellen, Zweigstellen. Aber der Server, der liegt in Zypern. Das bedeutet, wenn ich eine Tageskerze sehe, dann ist das die Kerze von Mitternacht in Zypern bis Mitternacht in Zypern. Okay? Und diese Kerze, die ich hier an diesem, sagen wir, am heutigen Tag sehe, ich zoome jetzt hier ein wenig ein, diese Kerze ist eine zypriotische Tageskerze. Aber es kann sein in Japan, dass die Kerze ganz anders aussieht. Warum? Weil der Tag dort zu einem anderen Zeitpunkt anfängt und zu einem anderen Zeitpunkt aufhört. Dort war bereits Mitternacht und die neue Kerze hat dort bereits begonnen. Und die Kerze in New York sieht wieder normal aus, weil die Kerze in New York geht von Mitternacht New Yorker Zeit bis Mitternacht New Yorker Zeit und die Londoner Kerze von Mitternacht London bis Mitternacht Londoner Zeit. Was ich hier sagen will ist, die letzte Stunde ist immer die letzte Stunde und mir ist egal, ob die letzte Stunde in Japan von 11 bis 12 war und in Amerika von 9 bis 10 und in Europa von irgendetwas anderes. Aber es ist immer eine Stunde und es ist immer die letzte Stunde. Die Stundenkerze ist alles in Ordnung. Sobald ich über die Stunde herausgehe, 4 Stundenkerzen, werde ich immer den Anfang nehmen von Mitternacht bis die ersten 4 Stunden. Aber Mitternacht ist an einem anderen Zeitpunkt in den verschiedenen Zeitzonen und darum meines Erachtens sind Kerzenformationen in höheren Zeitebenen eher unbrauchbar im Devisenhandel. Okay, das ist, was ich hier sagen wollte. Ich hoffe, das ist verständlich. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich recht interessant finde. Und das ist der Handel, der Bewegung anhand der Markttechnik mit Innen- und Außenkerzen. Jetzt, was ist Markttechnik auf Englisch bedeutet? Price Action. Price Action, also wenn ihr mal auf Englisch hört, Price Action, das ist das englische Wort, was in Deutsch Markttechnik genannt wird. Jetzt, wie handle ich die Bewegung anhand der Markttechnik? Ich sehe eine Umkehrkerze. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass das Stundenchart war und dass diese Umkehrkerze, dass ich das als Einstiegssignal nehmen wollte. Ich mache meinen Einstieg zum Schlusskurs, weil das ist eine Umkehrkerze, und ich setze meinen Stop-Loss unterhalb des Tiefs. Und jetzt, ich habe die Abwärtskorrektur gehabt und ich möchte jetzt wieder in den Trend hinein, in die Bewegung hinein, in den Aufwärtstrend handeln.
Mein Referenzpunkt ist dieser Punkt hier. Das ist mein Referenzpunkt. Und natürlich mein Stop-Loss. Wenn er in den Stop-Loss läuft, bin ich draußen. Was wichtig ist, ist, wo schließt die nächste Kerze ab? Und die nächste Kerze hier schließt hier ab. Und dieser Schlusskurs ist oberhalb des Höchstkurses der vorherigen Kerze. Und weil das so ist, darf ich den Stop-Loss nachziehen. Und jetzt ist das meine neue Referenzkerze. Ich schaue mir hier wieder den Höchstpunkt an, natürlich den Stop-Loss. Und ich warte, was mit der nächsten Kerze passiert. Und wie gesagt, die Kerze, die kann nach unten gehen, nach oben gehen, noch weiter nach unten gehen. Am Schluss schließt sie oberhalb des vorherigen Hochs. Ich ziehe den Stop-Loss nach. Und so gehe ich vor, bis ich irgendwann ausgestoppt werde. Ihr seht also, von der Technik her wird der Bewegungshandel plötzlich sehr ähnlich zum Trendhandel, wie wir ihn letzte Woche angeschaut haben. Jetzt natürlich ist es nicht so, dass jede Kerze immer ein neues höheres Hoch macht und dementsprechend ist das, so wie ich den Stop-Loss hier nachgezogen habe, das ist nicht immer möglich. Jetzt schauen wir uns andere Fälle an, die passieren können. Hier warte ich etwas länger für meinen Einstieg. Ich habe eine Umkehrkerze und dann eine Folgekerze. Ich definiere, dass ich hier einsteigen möchte. Ich setze den Stop-Loss unterhalb des Tiefskurses der Kerze. Ihr wisst, der Referenzpunkt ist jetzt dieser Punkt hier, das Hoch dieser Kerze. Ich warte ab, was der Markt macht. Der Markt steigt, schließt oberhalb des vorherigen Höchstkurses. Ich ziehe meinen Stop-Loss nach. Und jetzt plötzlich habe ich eine sogenannte Innenkerze. Das heißt, diese Kerze hier, der Schlusskurs, ist nicht oberhalb der vorherigen Kerze. Und darum wird das zur Außenkerze und das wird zur Innenkerze. Und jetzt zeichne ich die Grenze, die Obergrenze der Außenkerze und die Untergrenze der Außenkerze ein. Und ich ziehe, und was ich jetzt mache, ist etwas, das vielleicht, sage ich mal, nicht sehr intuitiv ist. Ich setze den Stop-Loss wieder eine Kerze zurück. Und jetzt warte ich ab. Solange der Schlusskurs innerhalb dieser Ober- und Untergrenze von der Außenkerze ist, mache ich nichts. Also wir sind hier, zwar gibt es ein Docht, der nach oben ausbricht, aber ich lande mit dem Schlusskurs wieder innerhalb dieser Grenzen. Ich mache nichts. Hier, bei dieser orangen Kerze, breche ich nach unten und nach oben aus, aber ich schließe wieder innerhalb der Grenze. Ich mache nichts. Auch hier mache ich nichts. Und erst hier, wo wir oberhalb der oberen Grenze schließen, mache ich etwas. Und was mache ich? Ich nehme die Ober- und Untergrenze weg, weil jetzt wurde sozusagen diese Außenkerze, diese Kerze, die Definitionskerze, könnte man das auch fast nennen, die wurde jetzt mit dieser Kerze ausradiert, wurde gebrochen und darum ist die Außenkerze nicht mehr relevant. Ich kann die Ober- und Untergrenze wegziehen und ich ziehe den Stop-Loss unter diese neue Referenzkerze hin. Und arbeite jetzt wieder weiter wie vorher, bis ich irgendwann ausgestoppt werde. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist wieder, wir haben hier Ende der Korrektur, eine Umkehrkerze, ich habe meinen Einstieg, Stop-Loss, warte ab, diese Kerze schließt höher als der Höchstkurs der vorherigen Kerze, ich ziehe den Stop-Loss nach und ich bekomme eine Innenkerze und eine Außenkerze. Ich ziehe meine Obergrenze der Außenkerze und der Untergrenze der Außenkerze und ziehe meinen Stop-Loss wieder eine Kerze zurück. Okay? Warte wieder. Ich kann nichts machen. Solange alles hier innerhalb schließt, kann ich nichts machen. Ihr seht hier, zum Teil gibt es ganz verrückte Kerzen. Ah, ich wollte noch erklären, warum ziehe ich den Stop-Loss etwas weg und warum, genau.
weil im Prinzip, was wir hier haben, sobald wir eine Außenkerze und Innenkerze haben, und ich habe gesagt, eventuell, was wir uns hier anschauen, ist, sagen wir mal, den Stundenchart. Und das sind Stundenkerzen. Und ich kann davon ausgehen, dass wir im 5-Minuten-Chart hier jetzt eine Korrektur haben. Das heißt, im 5-Minuten-Chart sieht dieser Trend eventuell so aus, dass wir hier anfangen, einen Aufwärtstrend zu haben, dieser Aufwärtstrend hier zu Ende ist und ich bekomme hier in eine Korrekturphase hinein. Jetzt diese Korrekturphase sehe ich nicht, weil ich im Stundenchart arbeite. Darum sind aber Korrekturen, und ich habe das gesagt, Korrekturen sind praktisch nicht möglich, erfolgreich zu handeln. Und darum habe ich diese großen Außen, diese Stäbe, die nach oben und nach unten ausbrechen. Und das ist verrückt, das ist Korrektur, das ist nicht schön. Und darum sage ich, okay, ich verstehe, dass im untergeordneten Trendebene wahrscheinlich jetzt eine Korrektur stattfindet. Und ich möchte dieser Korrektur etwas Luft geben, damit die atmen kann und nachher weiter in meine Richtung gehen kann. Und das ist der Grund, warum ich den Stop-Loss etwas weiter wegsetze. Damit ich nicht unnötig in dieser untergeordneten Trendebene in der Korrektur ausgestockt werde. Okay? Jetzt in diesem Fall, ihr seht, diese Kerze läuft in den Stop-Loss hinein und damit habe ich einen kleinen Verlust. Ich habe zwar den Stop-Loss, wir sind hier begonnen, sagen, also der Verlust in diesem Fall wäre sehr klein, weil ich habe, sagen wir mal, hier 1% riskiert, habe nachher den Stop-Loss nachgezogen, musste den aber wieder zurücksetzen, wurde hier ausgestoppt und habe vielleicht jetzt hier ein 0,25% Verlust gemacht. Irgendetwas in diesem Fall. Das ist eine weitere Möglichkeit. Und die letzte Möglichkeit ist, wieder, ich habe meine Ende der Korrektur, Umkehrkerze, Einstieg, Stop-Loss, ziehe Stop-Loss nach, bekomme Außenkerze, Innenkerze, zeichne Obergrenze, Untergrenze der Außenkerze ein, ziehe den Stop-Loss eine Kerze zurück und warte wieder ab und muss warten. Und in diesem Fall bricht der Schlusskurs unterhalb die Untergrenze, aber nicht in den Stop-Loss. Und in diesem Fall gehe ich manuell raus. Das heißt, in diesem Fall hätte ich einen kleinen Gewinn gemacht, steige hier raus. Das ist mein Gewinn, damit werde ich bestimmt nicht reich, aber die Korrektur, diese Außenkerze, die mir den Aufwärtstrend schön signalisiert hat, ist jetzt gebrochen, das ist nicht mehr eine Außenkerze, das heißt untergeordnet ist jetzt richtig eine Trendwende vollzogen und es ist wahrscheinlich, dass diese Trendwende sich fortsetzt und darum gehe ich frühzeitig aus. Das ist der Handel der Bewegung anhand der Markttechnik mit Innen- und Außenstäben oder auch Innen- und Außenkerzen, je nachdem, wie man das definieren will. Fragen? Das wäre es nämlich schon. Keine Fragen? Das ist etwas, das ich im Intraday recht oft handle. Ich habe ein relativ großes Konto. Und wenn ich mit diesem großen Konto, also mit mehreren hunderttausend in den Markt gehe, zum Teil und ich keinen, sagen wir mal, ich sehe keinen großen Trend oder momentan habe ich das Gefühl, wir sind so in einer Phase, wo wir weiter auf Impulse warten. Die Impulse kommen vielleicht erst nächste Woche, wenn die Konsumentenpreisindex der USA veröffentlicht werden und dann Leitzinsentscheide stattfinden. Ich gehe davon aus, nächste Woche werden wir wieder große Trends sehen. In dieser Woche jedoch sind wir ein wenig in einer Wartesituation und das sind solche Situationen, wo ich dann intraday im Stundenchart Markttechnik handle mit Innen- und Außenstäben, so wie ich das euch gezeigt habe. Und das funktioniert nicht schlecht, das mache ich recht oft. Okay, Fragen? Das ist ganz ruhig geworden. Was wir heute gemacht haben, war dann nur Intraday. Nicht unbedingt. Wie gesagt, man kann, wenn,
Zum Beispiel das, was wir am Donnerstag machen. Wo haben wir unser Konto vom Donnerstag? Das, was wir am Donnerstag machen, das sind meistens ist Bewegungshandel innerhalb. Schaut, wir sind zum Beispiel hier der Euro-US-Dollar-Trade. Wir haben hier einen übergeordneten Aufwärtstrend und ich bin hier in die Korrektur reingegangen, um den Trend zu handeln. Das heißt, ich habe hier Stop-Loss, hier Take-Profit und das ist Bewegungshandel im Daily-Chart. Das heißt, das, was wir gemacht haben, ist nicht nur Intraday, sondern das ist definitiv alles kann man immer auf allen Trendebenen anwenden. Auch Markttechnik mit Innen- und Außenstäben kann ich im Tageschart anwenden. Aber ich habe gesagt, am Donnerstag sehr oft, was ich handle, das ist Bewegungshandel. Ich handle am Donnerstag, weil ich nicht pyramidisieren kann, handle ich hauptsächlich Bewegungshandel und nicht Trendhandel. Und definitiv kann ich auch Kerzen mit Innen- und Außenstäben im Tageschart handeln. Aber wie gesagt, im Tageschart würde ich eher nur Aktien nehmen und im Devisenhandel würde ich Stundenchart und darunter nehmen, wenn es mit Innen- und Außenstäben ist. Okay? Was ist, wenn man länger im Markt bleiben will? Man kann immer den Trend handeln. Wie gesagt, ich gebe euch Werkzeuge und ich sage nochmals, alles ist immer in allen Trendebenen anwendbar. Ich gebe Werkzeuge und meines Erachtens, was wir tun in der Handelsschule ist, dass wir alles lernen müssen und dass nachdem wir alles gelernt haben, nach einem Jahr, könnt ihr euch anfangen zu spezialisieren. Könnt sagen, okay, jetzt habe ich ein Jahr 52 Lektionen bekommen von Gil. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist das und das und das. Und dort will ich mich jetzt spezialisieren. Das ist die Handelsschule und das, was ich beibringe, das ist wie in der normalen Schule. Ihr lernt in der normalen Schule, wenn ihr das Abitur macht oder die Matura, je nachdem, wo ihr wohnt, heißt das unterschiedlich. Wenn ihr das Abitur macht, dann habt ihr sehr großes Wissen, aber vieles von diesem Wissen werdet ihr in der Zukunft nicht brauchen. Und hier ist es genau das Gleiche. Ich gebe euch viele Werkzeuge und ihr entscheidet euch am Schluss, auf welche Werkzeuge ihr euch konzentrieren wollt. Okay? Und auch in den Zeitebenen. Ich habe im 5-Minuten-Chart angefangen. Und ich bin heute nicht mehr im 5-Minuten-Chart, ich bin im Stunden-, 4-Stunden- und Tageschart. Darauf habe ich mich spezialisiert. Das ist, was zu mir passt. Hier eine Frage zum COT-Report beim Dollar Commercial. Das heißt, US-Dollar-Index sind 4,5% Short und 94 Short und wir können das kurz anschauen. Ah, ich habe den COT-Report hier auf einem anderen Bildschirm. Einen Moment. Ich lade den hier hinein. US-Dollar-Index. Und da haha. Was ich hier sehe, ist, ihr seht, wir haben hier praktisch keine Long-Positionen, nur Short-Positionen. 100% sind Short bei mir hier. 100%. Keine Long-Positionen. Eventuell im alten Report, weil ich hier die Spreads hinzunehme. Wahrscheinlich sind all die Long-Positionen, die da sind, die sind Spread-Positionen, darum. Was bedeutet das? Ja, bei diesen Produkten,
wo ich oftmals gar keine Daten habe. Ist nicht so einfach zum Analysieren. Ich sehe hier nichts Klares, muss ich ehrlich sagen. Das ist oft auch der Fall bei exotischeren Währungspaaren. Ich kann das eventuell zeigen, zum Beispiel vielleicht südafrikanischer Rand. Obwohl hier haben wir Long- und Short-Positionen, aber ihr seht auch fast alles sind Long-Positionen hier. Ich würde hauptsächlich auf die prozentualen Veränderungen schauen. Das ist das, was wichtig ist und in welche Richtung die Tendenz geht. Aber wie gesagt, hier im US-Dollar-Index ist die Tendenz flach. Es gibt fast keine Veränderung. Darum würde ich sagen, ist extrem schwierig, hier irgendetwas herauszulesen anhand der kommerziellen. Das ist, was ich sagen kann hier. Wir können darauf stärker eingehen am Donnerstagabend. Aber wenn die Linie so flach ist, das ist recht problematisch. Okay, gut, ich habe schon ein wenig überzogen, es tut mir leid. Vielen Dank aber für die großartige Teilnahme. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Heute ist Dienstagabend. Wir treffen uns wieder übermorgen, am Donnerstagabend zur selben Zeit, wo wir das, was wir praktisch lernen, was wir theoretisch lernen, am Dienstagabend, am Donnerstagabend praktisch umsetzen. Und dann werden wir richtig auch über die Märkte sprechen und Möglichkeiten und Chancen und Risiken und die Leitzinsentscheide, die nächste Woche anstehen und es wird spannend werden. Vielen Dank und einen schönen Abend.